Auch noch so einer. Sicher, dass das nötig ist. Sicher, dass ihr mir nicht schon genug auf die Knochen gegangen seid. Nee. Nee, so lustig war das jetzt nicht. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Den hatte ich eigentlich schon eben, aber okay. Und kann damit eine Tür öffnen. Wofür, was kann man denn sonst bitte mit Schlüsseln öffnen? Ja, tun, ne? Die Truhe zu JV Dones. Hallo, JV Dones. Hey! Wusstest du, dass wir uns hier in einer Truhe befinden? Du siehst ganz anders aus. Ich hab dich viel, viel schöner in Erinnerung. Dieser Käfig wird entfernt. Entfernt angehoben. Was? Dieser Käfig wird entfernt angehoben. Was wollen die? Ich verstehe nicht ganz. Axt, wie lange hältst du noch? Lange, gut. So sollte es doch sein. Eigentlich kann ich mir eine zweite Axt nehmen. Und dann kann ich die andere wegschmeißen. Die... Ach nee, das war auch eine eiserne. Das ist ja dusselig. Schmeiß ich trotzdem die hier weg. Die hat ja auch komischerweise drei. Ist das nicht die gleiche Waffe gewesen? Das muss ich nicht verstehen, oder? Nee, das verstehe ich echt nicht. Werden die Waffen hier auch aufgelevelt, oder was? Genau so macht man das. Genau so, nicht anders. Oh, ein Sch... Oh. Geht das da wieder? Nee, okay. Ist nicht um Zeit, das finde ich gut. Finde ich gut so. Ich mag das nicht, wenn Sachen um Zeit sind. Steinkäfig. Ja, nimm doch den scheiß Stein oder was. Und das war jetzt dann alles, oder? Ja. Das war's wert. Das war's wert, dass wir da diesen Mechanismus einbauen. Da muss ja etwas ganz Besonderes verstecken, wie diesen Stein, den wir schon die 100 Male davor auch schon hatten. Oder war das jetzt ein anderer Stein? Er sah für mich genauso aus. Nee, es war, glaube ich, auch so ein Well. Das war ja so unglaublich nötig. Brauche ich etwa für eine bestimmte Quest eine bestimmte Anzahl oder was? Nee. Ich glaube wohl nicht. Das wüsste ich aber. Aber du weißt nichts. Denn du bist tot. Ich glaube, das warst du auch schon vorher, also bist du jetzt noch toter als tot. Wenn man das denn steigern kann. So. Knochen. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Lass stecken. Kannst du stecken lassen. Eine Statue hingegen. Ist das ein Questgegenstand? Sagt, handelt es sich. Ah, nee, aber sie ist viel wert, also. Ich sehe nicht, warum ich sie behalten sollte. Stirb! 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 Bist schon tot, aber stirb! Da war dein Sarg, wa? Kommst du gerade raus? Oder hier, oder? Wo ist dein Zuhause? Wer ist dein Daddy-Skelett? Naja, ist eigentlich ziemlich easy machbar, ne? Muss man sich ja jetzt nicht so anstellen. Oh, wieder die Kampfmusik. Wieder dieses scheiß Menü. Ich habe keinen Dietrich verbraucht. Oh, ist das öde. Jetzt kann ich mich nicht mal ärgern. Nicht mal das wird einem gegönnt.
Die Skelette mit den Pfeilen sind aber auch echt die einfachsten, ne? Tränke. Kann man immer gebrauchen. Skelette. Kann man nicht immer gebrauchen, aber die mit den Dietrichen schon. Kann ich nicht dieses Skelett nehmen und aus den Knochen einen Haufen Dietriche machen? Obwohl, die brechen wahrscheinlich ab. Von wo komm ich? Ich kam von der anderen Seite, glaube ich. Ich gehe gerade weiter, oder? Nimm deinen Bogen. Den Bogen, 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 den will ich. In die Fresse schießen! Nicht den Pfeil, sondern den Bogen, musst du wissen. Nein! Du weißt nichts. Gar nichts. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Jalbert. Jalbert. Dolchenfresse. Hör auf, mit deinem Dolch um dich zu schlagen. Du machst mich ja noch nervös. Hey. Och, nicht beschwören. Nein, das ist doof. Na, der hat ja aber ganz viel ausgearbeitet. Ach nee, der ist ja noch da. Du hältst dich nicht zurück, du. Du nicht. Sondern ich. Ich halte mich zurück. Auch wenn ich davon nicht unbedingt was merke. Kupferring. Lederarmschutz brauchen wir nicht. Weite schwarze Hose. So fett sieht er aber gar nicht aus. Muss ich zu seiner Verteidigung ja noch sagen. Ist das das gleiche Skelett? Ja. Es ist nur in Einzelteile zerflogen und das ist eine Kerze. Ich habe immer mal, hab mal gehört, Kerzen halten länger, wenn man sie nicht anzündet. Das ist auch wieder geklaut. Aber egal, ich muss ja nicht sagen, von wem. Quellenangaben sind was für professionelle Leute. Langschwert brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hatte hier sonst noch Interessantes. Interessanten Loot. Zaubereihandbuch. Aha. Ja, nee, wir kriegen kein Level ab und wir haben auch keinen Zauber gelernt. Das ist sehr schade. Habe ich den Schlüssel jetzt doppelt? Nee. Doch. Nee. Ich bin verwirrt. Diese Schlüssel verwirren mich. Dietrich! Yay! Die kann man immer gebrauchen. Und Stößel und Zeugs zum Stößeln. Und Eisenpfeil und Eisenhelm. In diesen Momenten wird mir bewusst, wie sinnvoll es war, diese Sachen zu kaufen. Ich kaufe keine Sachen mehr. Ich gehe jetzt nur noch in Dungeons. Ich kaufe mir nur noch Sachen, wenn ich merke, da sind richtig geil. Das ist richtig geiler Loot. Aber sonst... Nee. Sehe ich nicht ganz den Sinn dahinter. Warum nehme ich jetzt eigentlich... Macht es jetzt eigentlich überhaupt noch Sinn, die zu benutzen? Die kann ich ja verkaufen. Die hat ja jetzt scheinbar genau den gleichen Wert. Oder zumindest den gleichen Angriffswert. Aber nicht den gleichen... Bäh. Nicht den gleichen Verkaufswert. Das heißt, das kann ich verkaufen. Macht doch so Sinn, oder? Leute, macht das Sinn? In meiner Welt schon. Und in meiner Welt sind wir jetzt draußen. Aber nicht in der Welt von Oblivion, sondern im Real Life. Ich bin jetzt gerade nach draußen gegangen. Zack, über eine Fernbedienung. Ja, das ist wirklich so. Auch mein Mikrofon ist draußen. Hört ihr nicht den Wind? Oh, hier waren wir am Anfang. Wisst ihr noch, vor einer Folge? Das war eine schöne Zeit. Inzwischen hat sich so viel getan. Man könnte glauben, mein ganzer Tag wäre vergangen. Wenn nicht sogar noch mehr... Inzwischen ist bestimmt mindestens ein Spyro-Part erschienen. Aber okay. Ja, jetzt haben wir wenigstens Krams. Könntest du bitte... Danke. Danke. Schlammkrabbe! Krieg! Krieg gegen die Krabben!
dass das sogar was gebracht hat. Ja, okay, okay, okay. Hat's halt was gebracht. Wir haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Yeah. Was macht das eigentlich? Moment, das ist doch hierbei aktiver Effekt, oder? Nee. Ah, nee, das... Das verbessert uns irgendwie. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich will die Welt erkunden. Und sie nur ihren Grundfesten erschüttern. Nein, das nicht. Aber wir können uns jetzt mal wieder auf die... auf der Karte umgucken. Denn... jetzt könnte ich mir mal besseren Loot holen, ne? Warum gehe ich eigentlich jetzt nicht zur Kaiserstadt? Arena. Nee, ich möchte zum Marktbezirk. Ja, bitte. Ich möchte jetzt den Umstieg auf die schwere Rüstung so ein bisschen endgültig machen, damit wir nicht unnötig wieder den die leichte Rüstung leveln, während das ja gerade 40 ist und so, ne? Und ich denke, langsam haben wir die Knete, das zu bewerkstelligen. Meine Fresse, ey. So, Rüstungen. Wir waren doch bei irgendeinem Rüstungshändler, ne? Hier, ja. Verteidigung ist der beste Angriff und so, sagt man ja immer. Genauso sagt man aber auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich bin Varnado. Ich kümmere mich um die schweren Rüstungen bei die beste Verteidigung. Ich bin außerdem Ausbilder für den fortgeschrittenen Umgang mit schweren Rüstungen. Ich weiß also, wovon ich rede. Das ist schön. Aber erstmal muss ich ja meine... Lebt wohl. Er scheint ja alles zu haben, ne? Ist ja irgendwie logisch. Also, was haben wir denn von Rüstungen, was noch nicht aus Eisen ist? Wir haben das hier. Das legen wir mal ab. Was wahrscheinlich unsere Redekunst sehr verbessert. Wahrscheinlich aber auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich das so machen kann. Hi, ich habe einen schönen Hinterkopf, oder? Wartet. Ich kann hieraus nicht ein Porno machen, oder? Doch. Nein, kann ich nicht. Will ich auch nicht. So, ich bin jetzt ein Hippie. Nee, Hippies sehen anders aus. Verkaufen wir erstmal den Brustharnisch oder wie das Ding heißt. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Feilschen. Machen wir mal so 50. So. Und ein exzellentes Geschäft. Ja, schön. Reparatur brauchen wir nicht. Beehrt uns bald. Ja, nee, verpiss dich. Auf Wiedersehen. Auch wenn ich es ja bin, der sich eigentlich verbissen sollte, aber okay. Handel. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Das ist wieder falsch, dass man das immer wieder von vorne machen muss, ne? Kann ich auf 50 gehen? Macht mir ein besseres Angebot. Fick dich. Sagen wir 47. Das ist viel mehr wert. Ja. Das sagte deine Mutter auch. 45. Ihr versteht zu handeln. Ja, ich weiß. Ich wollte mich gerade darüber aufregen, warum ich mir nicht das gekauft habe, aber das kann ich mir auch gar nicht leisten. Was ist das? Boah, ist aber teuer, ne? Das ist aber teuer. Ja. Ja, ich habe jetzt auch euren nur noch. Freunden. Ich habe jetzt auch nur noch. Warte mal, was kann ich denn verkaufen? Ich hoffe, es lohnt sich. Nee. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ich kann dem auch andere Sachen verkaufen, okay? Zum Beispiel diese Stahlstreitaxt, aber ich glaube, das macht woanders viel mehr Sinn. Na egal. Handeln wir das woanders. Und vielleicht sollte ich mir wieder was anziehen. Wäre zumindest so eine Überlegung wert.
So, jetzt haben wir endgültig eine schwere Rüstung. Slash and Smash. Das klingt doch interessant. Da waren wir doch auch schon bei diesem Ork da, ne? Fasst euch kurz. Ja, nee, ich fass mich aber lang. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Kann ich dir was von meiner Ware zeigen? Wenn du verstehst, was ich meine. Nee. Willst du diesen Streitkolben? Nimm da. Okay, kann ich vielleicht sogar 55 und dann kann ich dir diese Axt verkaufen, oder? Solche Geschäfte mache ich nicht. Ach, komm schon. Wenigstens für 52. Ah, machst du das? Das ist ein echtes Schnäppchen. Kommt wieder. Solche Geschäfte mache ich nicht, aber für ein Taler weniger mache ich das. Wie viel Geld habe ich jetzt? 55. Damit kann ich mir ja sogar wieder ein Bett leisten. So, wo verkaufe ich denn den ganzen anderen Scheiß? Ach, übrigens. Was? Ja, ja, du hast Kommen schon verstanden. Kommen wir zum Geschäft. Du, du musst wissen, ich hab da diese Hose. Und ich brauche die nicht, aber du willst sie scheinbar nicht haben, also. Haltet den Mund. Okay. Aber wie soll ich denn den Mund halten als Let's Player? Das ist eine sehr ernste Herausforderung. Wie soll ich das? Ich glaube, die Zauberbücher waren zu teuer. Warum sollte man sich hier überhaupt Sachen kaufen in diesem Spiel? Das frage ich mich immer wieder. Dies ist eine wundersame Begegnung. Willkommen. Hast du da eben auch schon gestanden? Das ist wahrhaftig eine wundersame Begegnung. Hallo, Wache. Wir sind immer im Dienst. Ich habe kein Privatleben. Und nein, ich war das nicht, der letzte Woche auf die Straße gekotzt hat. Ja, ich höre euch zu. Der Geruch kommt mir nicht bekannt vor.